Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Fallout 3. Ja, ein bisschen länger ist es ja her, seit die letzte Folge von mir hochgeladen wurde. Das tut mir auch ein bisschen leid, aber ich war jetzt sehr viel beschäftigt mit dem neuen Gaming-Frühstück, weshalb ich da jetzt irgendwie nicht so die Ruhe hatte zum Aufnehmen. Aber jetzt geht's weiter und wir sind hier gerade schön oben auf so einer Art Balkon und können von hier... Ja, haben wir einen schönen Blick auf die Atombombe. genau, ich habe nämlich in der letzten Folge am Ende, wie ich immer über in der letzten Folge darüber stolper, über dieses Wort, das ist irgendwie seltsam, über diesen, oder nicht, ist ja kein einziges Wort, sondern es ist ja ein Wortgefüge, was auch immer. In der letzten Folge, so. Ja, da habe ich ja gesagt, dass wir die Stadt verlassen wollen und weiterziehen wollen, denn wir haben ja hier jede Menge Quests. Was heißt jede Menge? So viele sind es jetzt auch nicht. Aber wir sollen ja das Galaxy News Radio finden, um rauszubekommen, was unseren Vater dorthin verschlagen hat. Dann müssen wir auch Richtung Norden, glaube ich, um was über die Androiden zu erfahren. Das ist eine Quest, die wir in der letzten Folge bei Doc Church bekommen haben, beziehungsweise worauf wir gestoßen sind. Ja, die Quests hier sind fertig. Ja, das sind, mehr haben wir bisher nicht. Allerdings habe ich noch ein paar Kommentare von euch bekommen, ein paar sehr, sehr hilfreiche Kommentare. Und zwar hat mir jemand gesagt, ich solle doch lieber erstmal noch Ausrüstung, mir bessere Ausrüstung suchen, bevor ich da rausgehe. Das hätte ich auch gerne getan, allerdings wusste ich bis dahin nicht, wie man, ja, wo man hier noch groß was bekommt. Da hat mir dann ein anderer Kommentar weitergeholfen, und zwar ging es um, ja, den Crater-Site-Lagerraum. Da, wo wir jetzt gerade sind. Und das hier scheint irgendwie so eine Art, ich weiß gar nicht, das ist eine alte Flugzeugnase hier vorne, oder was soll das sein? Dieses Ding. Sieht fast so aus. Oder ist es auch eine Bombe? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, das ist The Crater Site Supply. Und hier soll ein Laden sein, wo ich jede Menge nützliches Zeug bekomme. Da wollen wir doch mal reinschauen. Ups. Vielen Dank für diesen Tipp an dieser Stelle. So. Guten Tag, Mora. Hey, ich habe gehört, Sie kommen aus der Vault. Ich habe schon seit Jahren keinen mehr aus der Vault zu Gesicht bekommen. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ich bin Moira Brown. Moira. Ich leite den Crater-Site-Lagerraum, aber meistens bastle und forsche ich. Hören Sie, ich arbeite an einem Buch über das Ödland. Es wäre toll, wenn es ein Vorwort von einem Vault-Bewohner hätte. Würden Sie mir dabei helfen? Ein Vorwort von einem Vault-Bewohner? Interessant. Warum eigentlich? Weil wir erst vor kurzem das erste Mal das Ödland erblickt haben, oder wieso? Ach so. Ach so, wir sollen was innen aus der Vault erzählen. Ah, da hinten hängt ein Vault-Anzug. Ja, warum nicht, ne? Klar, ich habe viel zu erzählen über das Leben in der Vault. Prima, erzählen Sie mir, wie es ist, immer unter der Erde zu leben. Zum ersten Mal nach oben zu kommen. Oder was auch immer Sie erzählen wollen. Ist irgendwie gerade sehr, sehr angenehm, mal ein freundliches und fröhliches Gesicht zu sehen. Also gut, das Gesicht ist jetzt nicht so fröhlich, aber sie redet relativ fröhlich. Das freut mich irgendwie. Es war das Paradies, keine Angst, keine Sorgen. Naja, das hier ist ja nun auch irgendwie blödsinnig, weil draußen ist es ja nun auch nicht viel schöner. Das Paradies.
Es ist mir alles irgendwie zu extrem. Das draußen ist super. Im Hauptsaal kann ich nicht mal die Decke sehen. Den Satz verstehe ich irgendwie nicht. Naja, ich nehme mal das hier. Das ist furchtbar. Aber als Vorwort wird es sich hervorragend eignen. Insofern ist es ausgezeichnet. Ich glaube, es wird Ihnen hier draußen gefallen. Hier ist der gepanzerte Anzug, damit Sie nicht von irgendeiner Bestie als Häppchen verspeist werden. Das würde gut ins Buch passen. Wollen Sie mir bei der Recherche helfen? Ich kann Sie auch bezahlen. Los, das wird sicher lustig. Jetzt ist der Anzug da hinten verschwunden und wir haben einen gepanzerten Vault-Anzug bekommen. Für Bezahlung klingt schon mal sehr gut. Erstmal, was ist das für ein Buch? Naja, das Ödland da draußen ist ein gefährliches Pflaster, stimmt's? Die Leute könnten Tipps gebrauchen. Sowas wie ein Ödland-Überlebenshandbuch. Darum brauche ich einen Assistenten, der meine Theorien testet. Ich will keine Verletzungen durch Fehler. Das bringt keinem was. Nein, dann schreien sie mich dauernd nur an und sagen ganz, ganz böse Dinge zu mir. Okay, wir sind also Versuchskaninchen. Das Überlebenshandbuch ist übrigens das Handbuch zum Spiel. Ich weiß das, weil ich habe das damals, habe ich das Spiel ja Retail gekauft im Laden, als das rauskam. Und da gab es ja so ein schönes Überlebenshandbuch als Handbuch zum Spiel dazu. Ist ja heutzutage leider nicht mehr ganz so verbreitet, dass die Spiele wirklich ein schönes gedrucktes und auch farbiges Handbuch haben. Weil ich jetzt gar nicht mehr weiß, ob das farbig war. Nicht, dass ich jetzt irgendwas Falsches sage. Ja, ist alles nur noch digital und als PDF hinterlegt auf der CD. Ich glaube, man hat es auch bei der Steam-Version auch dazu bekommen. Nur mal so als Nebeninfo. Okay, ja gut, das würde ich auch ganz gerne wissen. Ich würde gerne noch etwas mehr über die Bezahlung in Erfahrung bringen. Ach, ich hätte da Kronkorken, Medikamente und vielleicht sogar ein paar einzigartige Erfindungen. Wenn sie gut sind. Sicher habe ich was Passendes. Mit etwas Einfallsreichtum können sie einen Haufen Schrott in einen Berg von Kronkorken verwandeln. Und Schrott gibt es genug. Hm. Und? Helfen sie? Okay, ich glaube, ich kann mit diesem Überlebenshandbuch helfen. Also gut, los geht's. Ich denke, das erste Kapitel sollte sich mit dem Überleben angesichts der tagtäglichen Gefahren befassen. Es geht um verschiedene Themen, wie und wo es Essen gibt, die Gefahren der Strahlung und wie man Landminen vermeiden oder sogar nutzen kann. Oh, das klingt nach Spaß, oder? Was kommt als erstes dran? Das klingt total spaßig, ja. Oh mein Gott, das ist cool, dann können wir hier mal so ein paar Aufgaben für sie erledigen. Mein Gott, dass ich das wieder übersehen habe. Vielen Dank nochmal für den Tipp. Das wäre ja echt schade gewesen. Wir haben jetzt einen schönen Anzug bekommen. Und haben die Aussicht auf noch weitere schöne Belohnungen. Ja, was machen wir denn als erstes? Essen holen. Was bedeutet der Teil hier über Strahlen? Bei diesem Thema brauche ich Ihre Hilfe. Ich weiß viel aus Büchern. Komm aber einfach an kein lebendiges Exemplar heran. Jedenfalls nicht lang genug. Sie müssen sich etwas verstrahlen lassen, damit ich die Auswirkungen untersuchen kann. Toll. Natürlich keine tödliche Dosis. So weit wird es nicht kommen. Okay, ich werde verstrahlt. Bei meiner Rückkehr müssen Sie mich aber behandeln. Gut, dass das hier in der Welt so einfach geht, mit der Verstrahlung behandeln. Ach, Sie sind echt süß. Jedenfalls süßer als alles, was da draußen in der wild verstrahlten Farce einer Landwirtschaft noch wachsen kann. Okay, 200 Red sollten genug sein für eine grundlegende Übelkeit. Falls Sie aber 600 oder mehr Red verkraften, fallen meine Tests noch akkurater aus. Sorgen Sie dafür, dass Sie es hierher zurückschaffen und ich sorge dafür, dass man sich gut um Sie kümmert. Oh Gott. Das klingt sehr, 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 sehr abenteuerlich. Wir können jetzt aber noch mehr mit ihr sprechen. Können Sie meine Ausrüstung reparieren? Okay. Fragen wir das mal. Wenn Sie die Kronkorken haben, kann ich das sicher tun.
Hier haben wir jetzt unsere Ausrüstung. Oh Gott, wir haben so viel Mist. Wir müssen das eigentlich alles mal loswerden hier. Aber ich würde sagen, wir machen das erstmal nicht, sondern wir gucken erstmal weiter. Verkaufen Sie irgendwelche speziellen Gegenstände? Ich habe die Baupläne für einen sogenannten Rocketwerfer. Ich verkaufe auch alle Komponenten. Sie können die Waffe also selbst bauen. Keine Sorge wegen der Munition. Dieses Baby verschießt jeden Schrott, den Sie im Ödland finden. Aschenbecher, Teddybären, was auch immer. Oh ja. Wenn Sie jemals spezielle Waffen bauen möchten, können Sie gerne meine Werkbank hier im Laden benutzen. Sie brauchen nur die Baupläne und Teile. Ja, ich habe Bock, meine Gegner mit Teddybären tot zu schießen. Das ist sicherlich extrem effektiv. Kann ich Sie was über Ihren Job und den Sinn meiner Recherchen fragen? Fragen sind immer willkommen. Ich bin wie ein offenes Buch. Was wollen Sie denn wissen? Warum können Sie diese Nachforschungen nicht selbst anstellen? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Ach, ich habe nicht annähernd die Wüstenerfahrung, die Sie haben. Wenn ich auch nur die Hälfte dieser Dinge versuchen würde, gäb's mich nicht mehr. Sie machen wenigstens den Eindruck, als könnten Sie da draußen bestehen. Ich kann nur gute Ideen schmieden und mit Schrott für die Karawanen handeln. Anscheinend wissen Sie nicht, was Sie tun. Nein, es ist wirklich nett von Ihnen, dass Sie den Leuten so helfen. Nun, ich dachte, statt nur mit altem Schrott den Karawanen zu helfen, könnte ich meinen brillanten Geist doch für das Wohl aller einsetzen. Und mit meinem Geist und Ihrer Erfahrung wird dieses Handbuch ein Dutzend mehr Leben retten, als diese habgierigen Kaufleute es jemals tun werden. Typisch. Ich habe da gerade schon wieder was im Kopf, was ich irgendwie, wo ich gerade Probleme habe, das auszudrücken. Irgendwie ist es immer so, bei so einer Geschäftsidee oder was auch immer, dass immer einer das Hirn hat und der andere muss die Drecksarbeit machen. Ja, doch, habe ich es ja doch ganz gut ausgedrückt gekriegt. So, ich weiß nicht, diese Karawanen helfen einem Haufen Leute. Naja, sie liefern wichtige Vorräte. Aber ich kann trotzdem viel mehr bewirken, als Sie es mit Ihrem langweiligen alten Zeug tun können. Dieses Buch wird vielen Leuten helfen, glauben Sie mir. Okay. Mal daran gedacht, die Bombe zu entschärfen? Das kann ich nicht tun. Für die netten Leute in der Kirche wäre das eine riesige Enttäuschung. Außerdem ist es ja nicht so, dass diese Bombe schon mal jemanden verletzt hätte. Leben und leben lassen. Richtig? Okay. Die Dame hat eine sehr, sehr seltsame Einstellung. Ah, hier, das ist super. Wir können Sie was über den Androiden fragen. Aus dem Commonwealth. Haben Sie diese Androidenaufnahme schon gehört? Die Stimme klingt wie die eines ganz normalen Menschen. Hier ist eine Kopie. Sicher nur ein Bluff. Ah, geil. Okay. Ich will mehr über dieses Holoband mit dem Infos zum Androiden hören. Ich schätze, viele haben diese Bänder bekommen. Besonders technikbegeisterte Leute wie ich. Ach, zu schade, dass es diese Androiden nicht gibt. Wie? Wieso soll es die nicht geben? Reden wir über Strahlung. Ach, sind Sie wetterfühlig? Oder eher strahlenfühlig? Hahaha. Ich finde es nicht gerade toll, verstrahlt zu werden. Noch nicht einmal für die Menschheit? Noch nicht einmal für die Wissenschaft? Okay, wir gucken mal, was sie so im Angebot hat. Was darf es denn sein? Okay, sie hat 167 Kronkorken zur Verfügung. Wir haben doch schon 472. Ja gut, wir haben natürlich Moriarty auch das nicht bezahlt. Worüber ich auch immer noch froh bin. Genau, zu diesem... Ich weiß nicht, ob es jetzt der Servicearbeiter overall ist.
Der hat nämlich plus 5 reparieren. Da hat mich auch ein Zuschauer drauf aufmerksam gemacht, dass wir den doch vielleicht anziehen könnten, wenn wir die Wasserlecks, die Rohre reparieren. Das wäre doch mal eine Idee. Ich weiß jetzt, ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, wie viele Punkte wir für Reparieren noch brauchen, um das machen zu können. Aber vielleicht kann uns der Anzug da ja helfen. Gut, okay, dann würde ich mal sagen, wir gucken mal, dass wir hier ein bisschen was loswerden. An die Gute. Ich denke mal nicht, dass wir jetzt total viele von diesen Overalls brauchen. Die kaputtesten Sachen, würde ich sagen, verkaufen wir mal. Es wird sich auch im Wert widerspiegeln. Die Pistole ist, glaube ich, kaputt. Ich bin mir halt auch noch nicht so ganz sicher, wie oft man halt solche Sachen findet. So eine Pistole oder so. Wie sich das lohnt mit dem Reparieren. Ich vermute mal, dass es sich auch sehr, sehr lohnt, selbst gut reparieren zu können. Das spart sicherlich eine Menge Geld. Allerdings bin ich in Rollenspielen immer nicht so ein Freund davon, Fähigkeiten zu erlernen, die einem nur Geld sparen. Also ich finde es immer cooler, wenn man Sachen lernt, die auch kein anderer kann. Also wo man sich wirklich Vorteile mit verschafft, die man sich nicht erkaufen könnte, alternativ. Wenn ihr wisst, was ich meine. Dandy Boy Äpfel. Was zum Henker? Oh, chinesisches Sturmgewehr. Ja gut, keine Ahnung, was wir da jetzt alles verkaufen. Wir haben auf jeden Fall noch jede Menge Kram, den wir so einfach mit uns rumschleppen. Obwohl wir ein begrenzt großes Inventar haben, beziehungsweise begrenzt viel tragen können. Granaten trage ich wahrscheinlich eh nicht, werde ich wahrscheinlich eh nicht verwenden. Die verkaufe ich jetzt mal. Man muss auch einfach mal irgendwas machen. Hinterher. Was heißt wahr? Kleine Waffen plus 5. Hey, das Ding ist aber eigentlich gar nicht so schlecht. Ich glaube, das behalten wir mal lieber. Genau, den Sheriff Hut. Können wir ja gleich mal anziehen, das Zeug. So. Ja, ich denke mal, man muss hier auch viel mit seiner Kleidung rumspielen. Öfter mal wechseln, um bessere Attribute zu bekommen. Hier Wissenschaft plus 5 zum Beispiel bei der Laboruniform. Ja, keine Ahnung, was man da jetzt alles verkaufen könnte. Der Vault Overall, den behalten wir auf jeden Fall. Ist klar, den haben wir ja gerade erst bekommen. Was hat der für Werte? Kleine Waffen plus 5. Ach, guck mal, dann können wir aber den Sheriff-Mantel eigentlich doch. Der hat zwar Charisma plus 1, aber mein Gott. Ja, gut. Ja, ihr seht, ich tue mich gerade ein bisschen schwer, hier den Kram zu verkaufen. Weil ich wirklich nicht weiß, was wir brauchen können und was nicht. Okay, dann machen wir mal. Akzeptieren wir mal meinen 77 Kronkorken. Gute Jagd! Bis dann! Dann werden wir jetzt mal den Overall anziehen. Mal I drücken für Inventar. Wo können wir unsere Strahlung eigentlich sehen? Naja, können wir gleich gucken. Erstmal den Overall anziehen. Und den. Den schicken Sheriff-Hut. Schick. Der soll gepanzert sein. Mit dem bisschen Kram da dran. Sieht aus wie diese Knieschoner für Inliner-Fahren oder so. Gut, wir haben also eine neue Aufgabe.
Allerdings würde ich jetzt, bevor wir uns dieser Aufgabe widmen, dafür müssen wir ja wahrscheinlich irgendwie raus und irgendwie Strahlung abkriegen. Keine Ahnung, wie wir das bewerkstelligen werden. Jedenfalls werde ich jetzt mal gerade das mit dem... Genau, ich wollte mal gucken, wie viel... Wie viel reparieren haben wir denn? 26 und wie viel brauchen wir für die Legs? Mal sehen. Ah, cool, dann können wir das ja wirklich mal machen mit dem, mit dem Anzug anziehen. Genau. Reparatur versuchen. So. Das erste Leck haben wir schon mal. Hallo. Hi. Das erste Leck haben wir schon mal. Er kommt mit den Wolken. Und jedes Auge. Da oben ist noch eins, wie ich sehe. Das machen wir mal auch noch. Gerade heile. Und dann ist eigentlich auch die Folge schon wieder zu Ende. Ich weiß, dass wir das heute nicht so viel passiert ist, aber. Ich finde schon eigentlich, dass wir ziemlich gut weitergekommen sind. Ich meine, wir haben Moira kennengelernt, die uns sehr behilflich sein kann. Wie soll ich denn da hinkommen? Ah, okay. Zack. Und ich glaube, wir brauchen noch ein weiteres Rohr. Noch ein weiteres Leck. Allerdings weiß ich jetzt nicht, wo das ist. Mal sehen. Da sind die Rohre. So, auf den ersten Blick sehe ich jetzt kein Leck. Wie viele Lecks müssen wir denn reparieren? Steht irgendwas im Questlog? Hallo? Gibt's hier nicht... Wo ist denn die Quest mit dem... Irgendwie fehlt die Quest mit dem Rohr reparieren. Tja, das dritte Leck müssen wir irgendwie noch finden. Gut, dann machen wir das jetzt aber gerade nicht. Ich denke mal, wir werden da wohl noch drauf stoßen. Aber die Folge ist leider schon wieder zu Ende. In der nächsten Folge werden wir uns mal überlegen, wie wir die Verstrahlung vielleicht irgendwie hinbekommen. Verbrannt werden. Jeder von plus zwei pro Sekunde kriegt man hier schon mal ab. Und ich möchte gerne wissen, wie man erfährt, wie viel verstrahlt man eigentlich gerade ist. Da, 76 haben wir schon. Und wir haben 12% Strahlungsresistenz. Wobei ich jetzt gerade keine Ahnung habe, welche... was uns diese Resistenz gibt. Oh, entweder wir müssen jede Menge verstrahltes Zeug essen, trinken, oder wir müssen es irgendwie anders anstellen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Jetzt machen wir erstmal Schluss für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!